Dennis. Okay, Aaron? Mhm. Okay. Ich will jetzt essen. Ja, ich auch. Ich finde den Papuka schön. Papuka? Ja. Ich glaube, du meinst Hanukka. Ja, ich meine Hanukka. Hanukka Papuka. Dieses Wesen heißt Grill und kommt aus Tel Aviv. Alle verwöhnten sie dort mit den besten Speisen. Aber Glückel wird es immer ganz schnell langweilig. Sie wollte unbedingt mal nach Berlin verreisen. Hier fliegt Glückel in der Schüssel durch die Küchen von Berlin. Glückel will es genau wissen, was gibt's in Berlin zu essen? Papa, was ist das? Was ist das wirklich? Weiß ich gar nicht. Soll ich den Deckel hochnehmen? Ja, nimm. Shalom, shalom! Wer bist du denn? Ich bin Glückel aus der Schüssel. Ich bin ein jüdisches Fantasiewesen. Und wer seid ihr? Ich bin Lea. Ah, und du? Ich bin Boris. Ah. Und was macht ihr heute hier? Wir werden heute Latkes backen. Latkes? Oh, das ist ja toll. Das kenne ich auch aus Israel. Das macht man doch immer zu Hanukka, oder? Ja. Ah, feiert ihr vielleicht heute Hanukka? Ja, klar. Darf ich euch mithelfen? Ja, natürlich. Ja? Sehr gerne. Okay, na dann, lasst uns loslegen. Was macht ihr jetzt eigentlich hier? Wir schälen die Kartoffeln. Ihr schält die Kartoffeln, okay. Und das ist für die Latkes, richtig? Ja. Also, warum schälen wir jetzt eigentlich diese Kartoffeln? Damit wir leckere Kartoffellatkes haben. Ah, toll. Na, ich probiere mal auch. Also, ich versuche jetzt. Ja. Oh, das ist ganz schön anstrengend. Ja. Muss man auch aufpassen, nicht wahr? Ja, das auch. Das machst du aber sehr gut. Oh, ich glaube, ich habe mir ein bisschen meinen Finger wehgetan, aber ist nicht so schlimm. Nein. Nein. Ja, das verstehe ich. Natürlich ist es nicht einfach. Aber hat es dir zumindest Spaß gemacht? Oh ja, das war ganz toll. Ich habe was Neues gelernt. Ah, das ist gut. Und was machen wir jetzt als nächstes? Naja, jetzt müssen wir die Kartoffeln reiben. Reiben? Mhm. Warum das denn? Damit wir Latkes machen können. Ah, langsam verstehe ich. Also, diese Latkes sind so ein bisschen so etwas wie Kartoffelpuffer? Ja. Ganz genau. Same, same, but different. Same, same, but different. Na los, dann fangen wir mal an mit dem Reiben, oder? Super, los geht's. Ja. Na dann, fangen wir mal an. Oh, das ist ganz schön anstrengend. Ja. Oh. Ja. Aber macht immer viel Spaß. Ja. Wir müssen noch ganz schön viele Kartoffeln reiben, nicht wahr? Natürlich. Ja. Die letzte? Ja, die nehme ich. Alles klar. So, meine Lieben, jetzt haben wir die Kartoffel gerieben. Jetzt müssen wir Zwiebel schälen. Okay. Ja, jetzt müssen wir auch die Zwiebel schneiden. Okay, na dann. Oh. Dann legen wir los. Oh. Ja. Meine Augen werden ganz wässrig. Meine auch. Ja. Tja, da muss man doch irgendwie durch. Zwiebeln schneiden ist eine ganz schön traurige Sache, oder? Das kann ganz schön traurig sein, tatsächlich, ja. Oh.
Zwiebel haben wir jetzt auch geschnitten. Wie geht's denn weiter? Was machen wir jetzt? Weiß ich gar nicht. Lea, du hast doch dein jüdisches Kochbuch. Schau doch mal rein. Also... Wir fügen die Zwiebel zu den Kartoffelraspeln hinzu. Jetzt müssen wir 2 Eier hinzufügen. Und jetzt 2 Prisen Salz. Und jetzt 3 Esslöffel Mehl. So, meine Lieben, jetzt haben wir die Mischung schon fertig. Und wir haben auch das Öl in der Pfanne heiß gemacht. Jetzt werden wir die Latkes braten. Warum eigentlich immer dieses Öl mit diesen Latkes? Das hat mit Hanukkah zu tun. Mit Hanukkah? Was hat denn Öl mit Hanukkah zu tun? Das erzähle ich dir später. Okay, wollen wir dann anfangen, die Latkes zu braten? Ja. Okay, dann lass uns losgehen. Los geht's. Sie anzünden können und Hanukkah feiern können. Ach so, sind das also Hanukkah-Kerzen? Ja, genau. Ah, und wie heißt dieser Kerzenständer hier? Hanukkia. Hanukkia? Ja. Und warum hat die Hanukkia eigentlich hier 8 Kerzen? Weil das Wunder in Jerusalem hat 8 Tage lang gedauert. Ah, ich verstehe. 8 Tage mit dem Kännchen Olivenöl, stimmt's? Ja. Und dieses Licht in dem Tempel von Jerusalem, hieß das auch Hanukkia? Nein, das hieß Menorah. Ah, Menorah, Hanukkia. Ist ja ganz schön verwirrend, oder? Ja. Naja, okay. Und sag mal, wollen wir jetzt die Hanukkah-Kerzen anzünden? Ja klar, Papa, kannst mit den Schamasch anzünden? Aber natürlich. Flitter, magst du eine gar nicht Feuer? Baruch hat Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Kidashnu B'Mitzvotav V'Tzivanu Lehadlik Ner Shel Hanukkah. Amen! She'asa Nisim L'Avoteinu B'Yamin Ha'em B'Zman Hazeh. Amen! Jetzt muss ich. Sag mal, Paris, was ist denn da neben den Latkes? Ja, wir freuen uns alle auf die Latkes natürlich. Ihr seht da Apfelmus und saure Sahne. Apfelmus und saure Sahne? Mhm. Ich mag sehr doll Apfelmus. Ja, wirklich? Ja. Ist das Einzige, was man zu Latkes isst, oder gibt es auch manchmal was anderes? Naja, es ist sehr unterschiedlich von Familie zu Familie. Bei uns haben wir das wirklich so gegessen, also mit Apfelmus und saure Sahne. Das schmeckt, glaube ich, am besten. Denkst du das auch, Lea? Ja, das glaube ich auch. Ja, das ist ja toll. Also, ich möchte mich ganz doll bei euch bedanken. Es hat richtig Spaß gemacht, mit euch Hanukkah zu feiern. Uns hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Toll, ja. Dankeschön, vielen Dank. Also ein großes, großes Dankeschön an Familie Eliasson. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei den Zuschauern und ich wünsche euch allen Tschüssikowski. Lieben Dank. Aber du musst noch bei uns essen. Stimmt, wir müssen noch essen. Stimmt, ja. Okay, dann los, lasst uns loslegen. Ja. Thank you.
Musik.